So ein Anfang. Ich überlege gerade, ja. Wie war der nochmal? Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Junge, 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 das Alter. Und auch kein Kaffee. Es ist auch früh am Morgen, das kommt noch dazu. Und es ist Freitag, die Woche ist fast zu Ende. Also, da bitte ich um Verständnis, dass der ein oder andere Satz heute etwas langsamer kommt. Wobei ich glaube, ich komme langsam auf Touren, weil ich habe gesehen, was du mitgebracht hast. Genau, da kann man auf Touren kommen, insbesondere wenn man den mal ein bisschen länger trägt. Also, ja, das stimmt. Ja. Also, neben mir steht mal wieder der gute Roland von Massimo. Sound United, was auch immer für eine Kombination das demnächst Massimo wird. Massimo Consumer. Electronics. Einfach. Wissen wir noch nicht, da sind wir noch dran. Ja. Also ich sag mal hier Dan und Marans und Co. Genau. Und es dürfte ein nicht ganz unbekanntes Gesicht in unseren Videos sein. Du bist auch kurz davor, die 100, glaube ich, zu knacken. Ne? Weil 1000 haben wir jetzt geknackt. Wir haben 1000 Videos haben wir geschafft. Oh Gott. Ich wollte gar nicht ausrechnen, wie viele Stunden das an Arbeit waren. Ich habe nicht nachgezählt. Du hast ja so einen schönen Kanal, da siehst du es ja dann. Ich habe nicht nachgezählt. Genau. Du hast aber was mitgebracht, was schwer ist, wo wir darüber gesprochen haben, dass wenn alles gut geht, wir das morgen zeigen wollen. Das wissen wir noch nicht, ob das gut gehen wird, weil du bringst was mit, was gerade frisch vom Band gekommen ist. Korrekt. Was ist es? Das ist ein AVCA1H von Denon. Und da wird es bei manchen, die unser wunderschönes Live-Chat-Video hier vor der Wand gesehen haben, direkt klingeln und sagen, wow, hat er den schon da? Weil eigentlich ist der für Februar so geplant, ne? Genau. 23. Februar 23, da werden die europäischen Modelle dann entsprechend ausgeliefert werden, korrekt. Das heißt, ihr unterscheidet zwischen europäisch, amerikanisch, asiatisch? Genau, oder was haben wir? Genau, beim AVCA1H, da heißt ja in Amerika AVRA1H sozusagen, weil er einen UKW-Mittelwellentuner mit integriert hat. Dort. Der hier nicht mehr drin ist? Der hier immer drüben mit drin ist. Okay. Genau. Und die werden jetzt bereits produziert, das heißt, die laufen jetzt vom Band. Und ja, und da konnte ich quasi, nebenbei wird halt auch das Band für die europäische Produktion eingestellt und dann gibt es halt so eine Art Line Pre-Production, heißt das bei uns, also so eine Vorproduktion und davon habe ich ein Sample mitgebracht. Gut, und das schauen wir uns jetzt mal an. Komm, lass uns mal das mal eben rausholen hier. Ja. Da ist jemand an der Tür, aber das schneiden wir raus oder auch nicht, ne, das lassen wir drin, egal. Guck mal bitte, mein lieber Andreas, das ist da alles drin. So, was haben wir denn dabei? Genau, hier haben wir erstmal so ein Accessory Pack, also ein Zubehörpaket, Zubehörkarton. Mal gucken, wie man das öffnet. Bin ja selber ganz gespannt. Das sieht ein bisschen anders aus als sonst. Da sind halt diese Aufkleber drin. Wir haben Antennen natürlich mit drin, weil das Ding natürlich über WLAN verfügt und die ganzen Lautsprecheraufkleber. Dann haben wir hier, natürlich die Rakete. Es hat sich nichts geändert. Nee. Es ist aber noch kein aufblasbares Stativ dabei. Nein, aufblasbar nicht. Also wie gesagt, ist immer noch das Pappstativ dabei. Mikrofon haben wir auch mit drin. Haha. Hat sich nichts geändert? Hat sich nichts geändert. Ist ja auch standardmäßig das Odyssey-Mikrofon. Wir wissen ja, standardmäßig ist Odyssey dabei. Multico XT32. Natürlich ein Netzkabel. Klar, europäisch, wie sich das gehört. Eine Fernbedienung. Oh, sehr schön. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Das fühlt sich aber gut an. Ja, das ist definitiv eine Aluminiumfront und hier unten das Denon-Logo ist so ein bisschen geprägt. Darfst du das auspacken? Achso, ja. Ich wollte sagen, guck doch einfach mal. Oh, die ist auch. Oh, hier so ein Ring drumherum.
Ich höre daraus, dass du das noch nicht kennst. Nee, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn noch nie in der Hand gehabt. Das ist das erste Mal. Aber du hast, es hätte ja sein können, dass ihr schon mal so Muster bekommt, wo ihr dann da gemeinsam im Arbeitskreis das stimmt, da hat, sitzt und überlegt, war das dann aus Holz oder war das oder gar nicht? Nee, die hat immer gefehlt. Das haben die aber schön gemacht, ne? Das ist ja so, hier, komm mal her, Andreas, bitte, vielleicht kriegen wir es hin. Das ist so ein bisschen erhaben, das so aus Metall. Dann haben wir hier diesen Ring und sie liegt schön in der Hand. Sie ist schwer und sie hat eine Metalloberfläche. Sie hat eine Metalloberfläche und beleuchtet soll sie auch sein. Batterien sind aber nicht drin. Und weil die sind ja ewig haltenden Akku? Nein, Batterie? Ja, die sind da drin. Die sind tatsächlich separat. Okay, also mit Batterie arbeitet die immer noch nicht mit grünem Wasserstoff. Okay, ja. Da arbeiten die aber auch. Genau. Noch. Gut, wunderbar. Und was ist das? Dann das Rausheben überlasse ich dir. Das ist lieb, danke dir. 33, weiß der Geier was. 33 Kilogramm willst du gerade sagen? Ja, 33 Kilogramm. Warte mal, darf ich mir eine Position nehmen, wo ich den besser rausheben kann? Ja, wenn es für dich schöner ist. Wenn es für mich schöner ist. Na, ich komme damit besser klar, wenn er so ist. So, ich werde ihn mal hier einfach mal oben hinstellen. Kann ja hier die Kollegin Shirakawa, das hast du mal gesehen, oder? Ich habe das gesehen, das wird wirklich von Hand eingepackt. Da gibt es keinen Roboter, nichts dergleichen. Der macht das mit einer solchen Gelassenheit und einer solchen Akribie und so weiter. Genauigkeit, so ist besser. Genau. Das ist schon cool. Das ist schön. Das ist neu, ne? Mhm. Traut man sich gar nicht aufzumachen. Ne? Sag mal, du hast aber jetzt Glücksgefühle hier, ne? So ein bisschen. Es kommt so langsam. Guck mal, wer das noch schnell verpackt. Voila! Ja. Ja, von vorne. Hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum 8500? Nee, hat sich nicht so viel getan wie beim 8500. Man muss dazu sagen, die Form bzw. die. Ja, guck mal hier, meine Güte. Metall, ne? Aber schwer hier, ey. Schwer und hier haben sie noch. Aha. Ein Schutz, oder? Eine Anleitung drin. To prevent damaging the door. Ah ja, wenn man das transportiert, soll man das immer dabei haben. Also nichts wegschmeißen, bitte. Nee, genau. Stichwort, das gilt generell für die Verpackungen. Wenn möglich, immer erstmal behalten während der Garantiezeit. Jetzt ist das natürlich so, der hat 5 Jahre Garantie, oder? Hat er 3 oder hat er 2? Nee, natürlich. Also 2 plus 3. Dann der hat 2 plus 3. Genau, das heißt, die 3 Jahre kommen dann, wenn man ihn registriert. Und das müsst ihr wirklich machen innerhalb der 4 Wochen nach Rechnungserstellung, Rechnungseinreichung, wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Nochmal zu den Dimensionen. 33 Kilogramm ist ja nicht gerade ohne. Der hat in der Gesamthöhe, ist der was größer als nach 5er nicht, aber die Tiefe hat ein bisschen zugelegt. So 2 Zentimeter, ja. Tatsächlich ist er 2 Zentimeter tiefer. Und jetzt kommen wir zum Highlight so ein bisschen natürlich auch, die Rückseite. Da sieht man dann, dass es ein ganz anderes Modell ist als der 8500er im Prinzip. Also diese Klemmen hier unten, diese Lautsprecherklemmen, sind dem einen oder anderen bestimmt noch ein Begriff von der ganz großen 10-Kanal-Endstufe, die es früher mal gab, der POAA1 HD. Der Andreas, der weiß, wovon ich rede, der steht ja gerade hinter der Kamera und der konnte sich sofort daran erinnern. Was ist das Besondere jetzt an den Dingern? Ja, die sind halt sehr, sehr solide. Du kriegst halt sehr das gute Querschnitte. Ich wollte sagen, das hat einen ordentlichen Durchmesser hier, ne? Auch, ein 4-Quadrat dadurch. 4-Quadrat, ein 4-Quadrat kriegst du eigentlich später mit rein. Und hier hinten kannst du einen Bananenstecker reinstecken. Hinten kannst du Bananenstecker mit reinstecken. Du kannst Kabelschuhe rechts und links draufziehen, wenn du möchtest. Also du hast eigentlich alle Optionen. Was man natürlich bei diesen insgesamt ja 17 Lautsprecherklemmen, die das Ding hat, sind ja 2 mehr als Endstufen sozusagen. Was man bei diesen 17 Lautsprecherklemmen nicht mehr kann, ist die rein horizontal anordnen. Sondern hier muss man halt tatsächlich paarweise vertikal arbeiten. Ja, von oben rein. Von oben, genau. Das ist halt so ein bisschen, also man kann die so und so dann entsprechend verbinden, wenn man mit nackten Kabelenden arbeitet. Ja. Ansonsten, ja, was sieht man ansonsten noch? Ansonsten XLR. XLR, genau. Das ist natürlich neu in dem Sinne, in der wir haben einen Stereo-XLR-Eingang. Ich wollte sagen, hier steht ja in. Genau, das ist ein Eingang zum Beispiel für einen hochwertigen SACD-CD-Player oder ähnliches. Mhm. Und wir haben natürlich hier die ganze Flöte an Vorverstärkerausgängen. Einmal natürlich unsymmetrisch, wenn man so will. Flöte heißt halt 15.4 Kanal. Mhm. Und Punkt 4 bedeutet, hier haben wir Subwoofer, einmal unsymmetrisch und hier haben wir das Ganze quasi symmetrisch. Wobei die symmetrischen Ausgänge, nur der erste ist fest für einen Subwoofer und die anderen 3 sind konfigurierbar. Das heißt, die kann man zuordnen, zum Beispiel Front rechts, Front links, Center, wenn man eine separate Endstufe noch dafür anschließen möchte. Was ich sehe, ist, es gibt keine gelben Shin-Stecker mehr. Es gibt keine SVHS mehr.
SVS und Komponente gibt es auch nicht mehr. Nein, nicht bei dem Modell. Tatsächlich bei ist dem. Ist alles nur noch digital. Genau. Also im Unterschied zum 4800er, ja, der kommt ja noch mit Analog-Video. Mhm. Und der kommt sogar mit 3 Triggerausgängen. Das heißt, das ist, wenn man so will, in unserem Line-Up so ein Spezialmodell. Hat der hier, wie gesagt, kein analoges Video und beschränkt sich halt vollständig videoseitig auf die insgesamt 7 8K-fähigen HDMI-Buchsen und halt die 3 Ausgänge, die man hier hat. 2 Ausgänge, Fernseher, Projektor und noch eine zweite Zone in Form von einem separaten Raum. Korrekt. Ja, richtig. Okay, haben wir das auch. Lass uns noch mal kurz wegen den 2 Zentimetern. Also wir kommen noch klar mit knapp 50 cm Tiefe, auf weil wir müssen immer noch das Kabel noch ein bisschen berücksichtigen, HDMI-Stecker. Ja, das wird noch. Ne? Bei der Marans Vorstufe wird es ein bisschen enger. Da wird es eng, tatsächlich. Weil die wirklich noch tiefer ist. Die ist tatsächlich um die 52 cm. Das heißt, mit den ganzen Anschlüssen und so weiter muss ja auch ein paar Kabel und so stecken. Könnte so die 60 cm so angepeilt werden. Klar, je nachdem, wie tief die Kabel natürlich sind. Aber man sollte ja immer ein bisschen Luft lassen und es. Ja. Lass mich raten, du hast ja noch ein Gerät dabei gehabt. Das ist ja in schwarz und das hast du vorhin aufgeschraubt. Ich war noch nicht da, aber ich habe das doch, glaube ich, offen gesehen. Du redest einfach mal weiter zu ihm hier und ich hole mal eben den Spatten rüber, dann können wir mal eben reinschauen. Mhm. Okay. Okay, alles klar. Weil vielleicht fällt ja noch ganz viel dazu ein. Ja, na, um Gottes Willen, wir können ja hinten auch noch mal, also man sieht ja hinten noch mal so ein bisschen klassisch hier natürlich auch die WLAN, da hat man die Antennen ja auch vorhin gesehen. Wir haben hier natürlich noch den Netzwerkanschluss. Optisch koaxial ist mit dabei. Was bei dem Gerät ja genauso wie bei 8.5er besonders ist, der hat hinten auch noch eine USB-Buchse. Die dient halt zur Stromversorgung, wenn man zum Beispiel so ein Gerät hat wie so ein Amazon Fire TV Stick oder so, die eine externe Stromversorgung haben. Dann kann man den da reinstecken und muss nicht eine separate Steckdose damit irgendwie okkupieren. Das ist klar. Triggerausgänge hatte ich schon gesagt, genau. Und natürlich so Fernsteuerungsein- und Ausgänge gibt es auch. Was es auch nicht mehr gibt, und das ist auch etwas, was natürlich ist, ein mehrkanaliger analoger Eingang. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz spannend. Das ist ebenfalls nicht mehr mit dabei bei dem Gerät. Ja. Antennenanschlüsse für WLAN, hast du gesagt. Und Bluetooth, richtig. Plattenspieleranschluss haben wir natürlich auch noch. Hat der eigentlich schon eine Seriennummer oder so? Nee, ne? Ja. Das Gerät hat jetzt keine Seriennummer. Da ist noch nichts drauf, ne? Okay, alles klar. So, was ist das hier alles? Metall, ne? Das ist alles Metall, das ist alles Aluminium, das ist korrekt. Ja, das ist alles Aluminium. Der hat so eine dreiteilige Konstruktion. Das heißt, man hat eine Seiten, also 2 Seitenteile und quasi ein Topcover. Okay, und dann wollen wir mal schauen, was sich da drin erwartet. Weil irgendwo muss das Gewicht ja herkommen und einen Bleiboden haben sie dem nicht verpasst. Nee, um Gottes Willen. Also, genau, das ist das gute Stück. Tatsächlich sieht man jetzt auch, woher die Tiefe so ein bisschen kommt, weil es sind 2 Endstufen mehr. Die Kühlkörper sind aber überdimensioniert mehr eigentlich als beim 8500H. Also sind auch so ein bisschen tiefer. Wir haben wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf der einen Seite 19, 11, 12, 13, 14, 15 Endstufen insgesamt. Einzelne Endstufenblöcke, das heißt eine Monoblock-Konstruktion. Die Endstufen-Transistoren sitzen im Prinzip direkt an so einer Kupferplatte, an so einer starken Kupferplatte hier dran, damit die Wärmeleitung entsprechend natürlich besser wird, deswegen dieses Kupfer. Und das wird dann hier abgeführt und gut verteilt, weil das halt auch auf beide Seiten aufgeteilt ist. Der Trafo ist auch nochmal ein bisschen größer. Der wiegt jetzt so viel wie beim der 3800. Gesamt? Gesamt. Klar, der braucht ja noch ein bisschen mehr Leistung, dann muss er ein bisschen mehr Leistung ziehen. Die Kondensatoren, die hier drin sind, die beiden Elektrolytkondensatoren, die hier sind, die haben auch eine etwas größere, ich weiß jetzt gar nicht auswendig wie viel, aber ein bisschen größere Kapazität und sind halt die speziellen ebenfalls so gefertigt, wie sie auch im A110 entsprechend, also nach der gleichen mit der gleichen Chemie wie im A110. Nebenbei bemerkt natürlich auch die Endstufenkondensatoren und der Monoblock-Endstufenaufbau wie im A110. Das heißt, ich sehe Lüfter darunter. Ja, das sind sind jeweils 3 Lüfter auf beiden Seiten. Das sind insgesamt 6 Stück. 6 Korrekt. Stück. Die ziehen die Luft von unten an und schieben die dann nach oben raus. Deswegen sollte oben halt möglichst auch immer ein bisschen Luft sein. Und die würden auch nur im Extremstfall angehen. Die gehen tatsächlich im Extremstfall. Das würde ich aus der Praxis auch sagen. Also da haben wir auch noch nie irgendwie was gehabt. Ja. Nach dem Motto, jetzt ist ein Lüfter angesprungen, man merkt das. Da merkst du eigentlich nichts. Nee, und wie gesagt, wenn das passiert, dann ist wirklich schon, weiß ich nicht, dann sollte man
Dann sollte man das Gerät einfach ausmachen, abkühlen lassen, wieder anmachen. Oder mal über die Position nachdenken. Und über die Position vielleicht. Okay, nachdenken. Verstanden. Ja. Die gesamte Elektronik, was Signalverarbeitung geht, ist alles jetzt in diesem Streifen hier, der aber schon ziemlich vollgepackt ist, wahrscheinlich mit diversen Bordetagen. Ne? Völlig korrekt. Der ist relativ schmal, wenn man das so sieht. Also wenn man ältere Geräte kennt von Denon, dann waren die ein bisschen tiefer. Hatte aber immer einen Nachteil, weil wir wurden dann halt auch wärmer. Also hier haben wir jetzt ja die quasi Wärmesektion hier vorne hin verteilt. Also alles, was so richtig Wärme macht, ist hier vorne hin verteilt und schön auch auf eine große Fläche, so dass diese Platinen davon dass die da möglichst wenig von abbekommen. Und logischerweise dann halt auch sehr, sehr langlebig sein soll. Dann haben wir hier dieses... Ach ne, jetzt hier. Wir haben eine ganze Menge Kühlrippen, aber trotzdem nochmal zusätzlich, ne? Genau, das ist für die HDMI. Da war ja bei den, ich sag mal, beim 8500er zum Beispiel, der hat ja nur einen, weil der hat ja auch nur einen 8K-Eingang. Der hat ja jetzt 7 8K-Eingänge. Das heißt, der hat von den gleichen Chips 1, 2, 3, 4 anstatt nur eines. Und die werden echt heiß. Und die Dinger werden halt verdammt heiß und deswegen müssen die zumindest passiv gekühlt werden, korrekt. Das ist richtig, ja. Klar, der DSP, den sieht man hier so nicht auf Anhieb, das heißt, der ist da drunter versteckt. Es ist ja auch ein 4-Layer-Board, das heißt, das hat ja insgesamt 4 Lagen, diese Digitalplatine. Und in der Mitte dieser Digitalplatine sitzt das Heos-Modul, was jetzt quasi ein bisschen nach vorne aus, aber auch das quasi wie beim A110 auch mit dieser gleichen Platte gearbeitet. Die Platte sieht zum einen mal schön aus, weil da ist so irgendwie reingeätzt das Heos-Built-In und hat es auch noch eine Kühlfunktion? Auf wahrscheinlich jeden Fall. Auch, ne? Das hat eine Kühlfunktion. Das heißt also, hier ist wirklich die gesamte Verstärker-Sektion und hier ist die gesamte elektronische Signalverarbeitung und hier vorne hast du noch eine Platine, damit das Display was zum Leuchten hat. Korrekt. Vorne ist Steuerung quasi, hier ist Endstufe und hier ist quasi Vorstufe und Prozessorsektion. Genau. Das ist nee, kriegst du nicht so einfach mal eben gehoben. Ja, das wie gesagt, die 33 Kilo. Also nicht mit meinen Fingerspitzen, da geht nichts. Ja, Fingerspitzen, gut. Ja, das wird schon ein bisschen schwieriger. Also 33 Kilogramm heißt, da musst du auch schon mal vorher gucken, ob dein Regal hat alles noch aushält, je nachdem, was da noch alles steht. Ja. Das ist ja nochmal ein Schluck außer Pulle. Schönes Teil. Also wir hatten fest, Februar 2023 sollen die aus der Serienproduktion hier in Europa eintreffen. Und dann wird es die in 2 Farben geben, haben wir ja gerade gezeigt. Silber-Gold ist das eine und Schwarz ist die andere Farbe. Und ein Hinweis aus der Praxis. Also im Moment ist es ja so, wenn man das Gerät einschaltet, wird man ja begrüßt. Man macht ja dann den Fernseher, das solltet ihr unbedingt machen, ne? Fernseher mit anmachen oder Beamer anmachen, habt eine HDMI-Verbindung, dann werdet ihr begrüßt, werdet ihr beglückwünscht, dass ihr ein solches tolles Gerät gekauft habt und dann könnt ihr anfangen mit den Einstellungen. Was ab und zu mal ganz sinnvoll sein kann und in dem Fall würde ich das sicherlich wahrscheinlich empfehlen, zu prüfen, dass ihr direkt das Netzwerk anschließt und einmal ein Software-Update prüft. Das ist vielleicht manchmal ganz hilfreich. Da wird noch dran gearbeitet, ob man so eine Routine demnächst vielleicht direkt automatisch macht. Das heißt, man wird beim Begrüßen gesagt, pass mal auf, wir haben in der Zwischenzeit an der Software noch was getan, mach doch mal ein Update und dann fängt man an mit dem eigentlichen Einrichten. Kleiner Tipp aus der Praxis einfach mal. Ne? Wird gerade mit Japan ein bisschen diskutiert. Und ansonsten heißt das hier, wir können mit 15 Lautsprechern parallel angeschlossen hier eine Menge 3D-Sound produzieren. Oder wir haben ein Wohnzimmer mit weniger Lautsprechern und hätten noch eine Zone 2 und eine Zone 3, das berühmte Arbeitszimmer, Küche, was auch immer, die dann von hier aus mit Lautsprechern versorgt werden bzw. angeschlossen werden. Das ist ja auch eine Variante. Ja, die sind jeweils dann zweikanalig. Das heißt, man hat einerseits von der Signalverarbeitung her 15.4 plus 2 Kanäle für Zone 2 plus 2 Kanäle für Zone 3. Und einen separaten Downmix nochmal des Signals aus der Hauptzone. Ja, aber das Letztere ist ja dann nur möglich, wenn du mit einer separaten Stereo-Endstufe arbeitest. Was ich jetzt gerade meinte, ist, du hast beispielsweise 11 im Wohnzimmer. Und dann hast du ja noch 4 Endstufen frei. Und dann kannst du da von hier aus direkt das Lautsprecherkabel in Zone 2 und 3 auch. Das würde auch gehen. Richtig. Und hast immer noch 11 in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer. Ja. Also das ist schon eine ziemliche Allrounder-Maschine. So ist es, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir rübergehen und wollen die anschließen? Denke ich mir. Ja, machen wir. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir melden uns nochmal melden, wenn das Ganze angeschlossen ist. Machen wir. Ja, hier ist das Schmuckstück, der AVC-1H. Und ich schalte ihn ein. Tada! So, und jetzt lädt er erstmal das Menü. Zack, starting up, please wait. Der kleine Computer kommt jetzt in Fahrt.
Was lädt er da? Ist das jetzt das neue OSD-Menü oder ja. GUI, wie er das nennt? Das ist das neue GUI. Das wird ja vom Netzwerkchip erzeugt. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber der Netzwerkchip kann tatsächlich das. Ja. Und der muss erstmal hochfahren. Ja. Betriebssystem laden und so weiter, das dauert etwa eine Minute. Wenn man den dann im Standby-Modus lässt, dann bleibt er hochgefahren. Wäre nicht der Fall, wenn wir den aus dem Standby rausnehmen, weil wir nämlich den nachts komplett ausschalten, also ganz vom Strom nehmen. Dann braucht man immer so eine Gedenkminute am nächsten Morgen. Okay, alles klar. Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, war der bei den anderen Geräten in der Vergangenheit auch, weil ich habe die immer im Standby. Nee, war bei den anderen Geräten nicht, weil da das Menü, dieses sehr einfache Menü, wurde ja von dem Videochip selber generiert und nicht von dem Netzwerkchip. Alles klar, okay. Das ist also eine kleine Änderung für alle die das Gerät also wirklich komplett vom Strom nehmen. Wobei, wenn er im Standby bleibt, nimmt er weniger als 0,5 Watt auf oder was nimmt er dann? Genau, richtig. Ne, ist ja eigentlich, eigentlich nicht nachvollziehbar mehr. Komm, ich gehe mal rüber zur Leinwand. Genau, als erstes wählt man wie üblich die Sprache. So sieht das neue Menü übrigens aus dann. Ja, cool. Also wir gehen mal auf Deutsch. Ja. Der Verständlichkeit halber. Genau. Ja. AV-Receiver-Einrichtungsassistent erscheint dann da. Nochmal die Teile, die im Karton drin sind. Auf der rechten Seite schöne Polk-Lautsprecher, unschwer zu erkennen. Die, ja, genau. Und weiter. Die haben wir jetzt natürlich hier nicht angeschlossen. Ihr habt ja euer super Setup hier dran. Dann, genau, die Lautsprechereinstellung als allererstes. Ah, hier wird nochmal gezeigt, wie man das anschließen soll, die Lautsprecher mit dem AVR zu verbinden. Rot zu Rot, Schwarz zu Schwarz, Plus zu Plus, Minus zu Minus. Das ist von Vorteil, ja. Oh, sogar animiert alles hier. Ja, bei den Animationen hat man sich nochmal besonders viel Mühe gegeben. Die sind nochmal so ein bisschen dreidimensionaler geworden. Genau. Und man erklärt mir, wie man ein Kabel abisoliert. Sehr schön, verdrillt. Rot. Genau. Ohne okay. dass Fransen entstehen. Ja. So, jetzt müssen wir noch die Terminals aufdrehen, ja. Kabel rein, da oben. Und man merke, für den AVC A1H sind es auch wirklich die Terminals des AVC A1H, während es für die anderen Modelle dann wirklich andere Terminal-Animationen sind. Oh, der wichtige Hinweis, dass man das Ganze auch wieder zudrehen sollte, auch sehr schön. Genau. Und jetzt geht's los, wa? Richtig. Front rechts haben wir gemacht. Front links haben wir gemacht. Wir haben einen Center-Lautsprecher tatsächlich. Den haben wir angeschlossen. Surround-Lautsprecher, auch da zwei Stück sogar. Surround-Backs, da die Frage zwei oder ein. Wir haben zwei angeschlossen. Auch das ist fertig. Genau. Dann Front-Whites. Auch haben die wir. Haben wir hier. Genau. Korrekt. Die kommen dann an die Front-White-Klemmen. Und jetzt ist die untere Ebene damit erledigt und wir gehen zur oberen Ebene. Das ist dieser wunderbare Text. So, dann müssen wir als erstes mal eine kleine Zusammenfassung zeigen. Da haben wir ein paar Möglichkeiten. Können wir sogar noch runterscrollen, falls wir noch ein paar weniger haben. Aber wir haben 8 Lautsprecher oben. Also, wir haben nämlich, genau, Front Height und Center Height. Wir haben Top Middle und Top Surround. Und wir haben Rear Height. Genau, und jetzt sagt er, genau, an die Height 1, da müssen die Front Heights ran. Okay, das haben wir so getan. An Height 4 muss der Center Height ran, und zwar an den rechten und an den, na genau, an den linken, das kommt später. Die Top Middles müssen an Height 3. Und der, genau, der Top Surround oder Voice of God, der muss an Height 4 links in dem Fall. Height 2 rechts ist der Rear Height. Und auch der Rear Height. Einen Subwoofer haben wir sogar auch. Ah ne, wir haben 3, richtig? Den DBR haben wir hier dran. Erstmal auf 1. Also nur ein Anschluss angeschlossen? Mal erstmal auf 1. Okay. Mit XLR oder mit Cinch? Mit Cinch. Okay, dann also einmal den Subwoofer mit Cinch-Kabel verbinden. Haben wir. Und genau, jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Klack, 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 klack. Und weiter.
Jetzt wird überprüft, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind. Das heißt, es gibt einen Testton aus allen Lautsprechern. Auch das klar, die Subwoofer müssen korrekt eingestellt sein. Oh, ich habe was gehört. Ich mache ein bisschen lauter. So, mein Lieber, wir haben mal kurz ist gut. Du hast hier 2 Stunden lang eingemessen, aber 1,5 Stunden hast du mehr oder weniger es hier mal richtig knallen lassen. Ja, das stimmt. Es sind ja auch für dich insoweit die ersten Erfahrungen mit dem Gerät. Das stimmt, das ist richtig. Das ist das erste Mal, dass ich den überhaupt höre. Aber geplant habt ihr das gute Stück vor 3 Jahren schon angefangen? Angefangen zu planen vor 3 Jahren, ja. Im Prinzip hat man ja, man bringt immer ein Flaggschiff und plant dann schon das nächste oder die nächste Flaggschiff. Aber man hat Vorlaufzeiten von 3-4 Jahren. Richtig, im Prinzip schon. Man muss ja auch sagen, das Ding ist ja on top von allem. Das heißt, der 8500er, der bleibt ja im Programm. Und ja, man, denke ich, man hört auch so den Unterschied. Das ist definitiv. Das hat man ja schon gehabt. 8,5er, mega Maschine, 110er, hat nochmal einen oben drauf gesetzt. Ja, korrekt. Und jetzt sind wir mit ihm hier, der setzt nochmal ordentlich einen drauf, weil ich habe festgestellt, wir haben 15 Lautsprecher hier am Laufen, 9 unten und dann bis zu eben 7 oben, richtig? Ja, also wir haben 6 oben, 6 so müssen wir sagen, 6 oben. Das heißt, wir haben 9 unten, 6 oben sind die 15, so oben ist es richtig. Wir das haben ist aber dann Front, White und Co., ja? 17 angeschlossen. Ja. Das weil heißt, wir ja für Auro oben andere benutzen. Wir benutzen ja für Auro noch die Center Heights und quasi den Top Surround. Ja. Aber Ende vom Lied war, du hast hier über 1 Stunde gerade mit teilweise Pegel eingestellt auf 70 hier es krachen lassen. Und es ist, wenn man da sitzt, und das kann ich jetzt wirklich nur sagen für alle die, die jetzt wirklich vielleicht spontan, morgen ist ja, was haben wir für einen Tag? Morgen den 10. Also am 10. morgen Samstag wird der gute Roland doch nochmal während seiner Freizeit bei uns sein, weil er sich von dem Gerät nicht trennen möchte und er würde gerne euch das eine oder andere dazu erzählen. Also wir haben morgen 10. von 10 bis 16 Uhr geöffnet und wir gucken mal, wie viele Leute wir hier parallel ins Kino bekommen. Nein, also wir achten schon ein bisschen darauf, dass es nicht zu viel werden, damit jeder was dazu hat. Wir machen mal so eine halbstündige Präsentation, wo wir eine Bandbreite von Sound und also Beispielen aus dem Film und Musik präsentieren möchten. Ende des Satzes sollte sein, man glaubt nicht, dass diese Kraft, die wir jetzt hier gerade erlebt haben, in der Differenziertheit, in der Räumlichkeit aus einem einzigen Gerät rauskommt. Mhm. Also man denkt da eher dran, da hast du irgendwas angeschlossen, was nochmal mächtig eine separate Endstufe notwendig hätte und das ist nicht der Fall. Denn da es merkt ist man, ja mehr Leistung drin. Genau, da merkt man dann schon, dass halt das Netzteil überdimensioniert größer ist. Also nicht nur auf die 2 Endstufen, die es mehr hat in dem Gerät. Als er hier beispielsweise. Ja, oder als 800 der 110 dann entsprechend. Sondern halt auch weit darüber hinaus nochmal ein bisschen größer das Ganze dimensioniert ist, dass die Elkos da drin größer dimensioniert ist, dass überhaupt die gesamte Stromversorgung da drin halt weiter darüber hinaus dimensioniert wurde. So dass man halt pro Kanal im Endeffekt auch ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung hat, wenn man alle Kanäle gleichzeitig befeuert, was wir ja tun hiermit auch. Und die Qualität der Schaltung ist halt eine Qualität, die wir aus dem A110 geerbt haben. So ist es. Okay, so und jetzt, wenn noch weitere Fragen sind, kommt vorbei, schaut es euch an. Wenn das alles gut geht, können wir den noch 2 Tage länger hier behalten, bis Mitte nächster Woche. Das haben wir auf jeden Fall. Dann macht ihr sicherlich immer lieber einen Termin oder wir schreiben noch mal kurz was auf unsere Facebook-Seite, wie wir die nächsten 3-4 Tage das noch machen. Und aber für morgen haben wir dann die echte Premiere und dann könnt ihr mal reinhören. Top Gun habt ihr gesehen, unsere Sonic Leaks hier ist auch schon da. Also das hören wir uns dann mal gemeinsam an und ich bin gespannt, wie ihr es finden werdet. Danke für den Aufbau, danke für die Hilfe. Danke dir. Viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Ciao, bis morgen vielleicht.
Dankeschön.